Schon wieder Druck. Immer Druck. Rechts oben. Lahm. Schlecht, ey. Das ist ja nicht One Take. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kickbox. Wir sind heute bei meinem Heimatverein Eintracht Frankfurt mit Dani Blum. So, die erste Challenge ganz einfach. Freistoß mit Ansagen rechts, links, oben, unten. Wer trifft, kriegt einen Punkt. Oben zwei, unten ein. Let's go, oder? Du darfst entscheiden? Du fängst an. Okay. Gut, rechts oben. Das war's noch nicht. Was macht er jetzt? Rechts oben. Boah. Könntest du jetzt einfach einigen, immer rechts oben. Ist auch meine Ecke, ist gut. Hab ich rechts oben gesagt? Ärgerlich. Zum Glück geht es hier nicht um Schusshärte. Rechts oben. Lahm. Schlecht, ey. Ist hier nicht One Take. Naja. Nee. Kalt. Langsam müsste sicher als Schlüssel her, ne? Rechts oben. Ich vertrau dir. Ja. Ja. Wir Druck machen den Profi. Ja. Mein Gott. Links oben. Mach als Sicherheit. Selbstvertrauen. Pushen. Hast du gesagt rechts oben? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Rechts unten. Mach unten. Rechts unten. Sicherheit. Mach da rechts oben. Ich habe heute im Training auch schon Scheiße geschossen. Links oben. Weiß ich nicht. Nee, ich sage nein. Wieder rechts oben? Ja, so, jetzt steht 2-2. Ich würde sagen, letzter Punkt oben. Okay. Okay? Links oben. Ich bleib auf meiner Seite. Ja, jetzt hat er eingestellt wahrscheinlich, ne? Jetzt muss ich rechts oben bleiben. Rechts oben, komm jetzt. Jeder noch einen Ball. Ich gehe für rechts oben. Nee! Eintracht gegen Hoffenheim. Schon wieder Druck. Immer Druck. Eintracht gegen Hoffenheim. Er hat Talar weggeschubst. Er wollte eigentlich schießen. Jetzt schießt Blum. Kann er ihm was zeigen? Gutes Unentschieden, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Aber wir haben ja noch eine Challenge, wo wir Sieger rausfinden können.
Dein dickster Kumpel im Fußball? Marius Wolf. So oft verletzt, schon mal an eine Berufsunfähigkeitsversicherung gedacht? Schon abgeschlossen. Ein Trainer hat dich mal ein Überraschungsei genannt. Weißt du warum? Ja, weil ich manchmal kuriose Sachen mache und ja, kann vielleicht dadurch Spiel entscheiden oder auch nicht. Dein wichtigstes Kleidungsstück? Schuhe. Welche? Was ist dein Lieblingsschuh? Louis Vuitton. Du hast in deiner Jugend eine Menge missgebaut. Was genau? Zu viel Party. Was hat dich gerettet? Mein Glaube, mein Kopf. Warum ist die Zeit als Fußballprofi ein Geschenk? Weil du das tust, was du ja, als Hobby schon gerne getan hast, was du schon als Kind gerne getan hast. Und ich glaube, dass das, glaube ich, ein Traum jedes Fußballers ist, diesen Traum zu verwirklichen. Bist du in festen Händen? Nein. Eine Botschaft nach draußen. Irgendwann beim Islam hängen geblieben. Was hat dir an dir verändert? Die Einstellung zu meinem Leben und zu meinem Lebensstil in einem sehr positiven Sinne. Glaubst du noch an die Champions League? Ich werde nie den Glauben verlieren. In der U16 hast du ein Tor nach 6,28 Sekunden geschossen. Wie geht das? Schiedsrichter, Anpfiff, Anstoß, Schuss. Von ganz hinten? Tor. Von Torwart war zu weit vorne? Von Mittellinie. Was bedeuten Tattoos für dich? Ausstrahlung, zeigen, ja, ist so etwas wie Stärke zeigen, sowas. Dein größter Traum? Champions League. Traum, ja. So weit wie möglich oben zu spielen. Du bist ja schon recht weit oben. Ja, kann man geht, mal. Da geht noch was, da genau. Geht noch was. Aber also ich glaube, Eintracht Frankfurt ist ganz schon an der Spitze. Sein, also ist schon allererste Sahne, um mich ehrlich zu geben. Ich hoffe, das ist okay für dich. Passt. Bist du zufrieden mit dir? Hätte besser sein können, aber man darf mit einem Unentschieden nicht unzufrieden sein. Sehr schön gesagt. Wir haben noch eine zweite Challenge. Die könnt ihr dann in der nächsten Folge sehen. Ja. Abonniert jetzt noch den Kanal und natürlich auch auf Instagram die Kickbox. Dein Instagram? Danny Blum. Und wir sind raus. So wie Scheiß. Bis zum nächsten Mal.